ist die realste Zeit von Deutschland? Wer hat die geilste Crowd in Deutschland? Oh mein Gott, Alter, wir haben jetzt hier ein Battlemania Champions League Battle zwischen zwei gigantischen MCs. Ich habe keine Ahnung, wie das werden wird, aber ich bin mir sicher, es wird wahnsinnig. Wollt ihr das Ding gebieren? Oh yeah! Oh yeah! Zeig, dass du ein True Schooler bist. Rapper Mittwoch Merchandise bei merchstore.net. Battlemania Champions League. Rap oder stirb. Diese gegen Basil. Ich glaube, ich leg mal eine Schweigeminute ein für dich. Wir sehen uns später. Na, Pussy? Du Vollidiot. Du bist der dümmste Battle-MC Deutschlands. Nur mal so zur Info. Und so krass debil, Alter. Ich weiß eigentlich jetzt schon alle deine drei Parts. Alter, das ist eklig. Wir sehen uns nachher, Alter. Ich freue mich auf dieses Battle. Du hast dich bestimmt schon 6 Jahre auf dieses Battle vorbereitet. Damals als Groupie so Feuer über Deutschland. Boah, Basic Greg Pipe, Alter. Ich kenne dich doch, du Schlucht. Zeig dich schon und fick dich. Back to the roots, Digga. Peace. Yo, meine lieben Freunde, Alter, willkommen bei Rapper Mittwoch, willkommen bei der Battlemania Champions League, Deutschlands Bundesliga in Sachen Battle Rap. Wir haben hier zwei MCs, die sind großartig, aber macht mal erstmal Lärm für die beiden Battle Scout, die dieses Battle mit ermöglicht haben. Machen wir Lärm für Mike Fiction und Tierstar. BMCL, du weißt, alles, was du sagst, kann nicht gegen dich verwendet werden, also in diesem Sinne, lass die Spiele beginnen. Yeah, ich erwarte ein spannendes Battle. Beide MCs sind heiß aufeinander. Ich wünsche beiden viel Glück, viel Spaß und viel Erfolg. Los geht's! So, natürlich muss ich euch noch unsere Supporter vorstellen. Machen wir auf jeden Fall nochmal Krach und vielen Dank für die Leute von Deine Stadt. Klick! Alle Sticker, die ihr in Berlin macht, solltet ihr dort machen und überall. Und natürlich, wenn ihr großartige Rapper-Mittwoch-Merchandise-Artikel haben wollt, geht zu merchstore.net. Und jetzt kommen wir zu den beiden MCs, die heute battlen werden. Ladies and Gentlemen, begrüßt ihn hier in diesem Battle. Ein MC, der schon so viel gebracht hat bei Rapper Mittwoch und immer Respekt verdient. Begrüßt heute in diesem Battle Pisek! Eine Bitte noch. Boot bitte nicht bei Basic. Bei mir ist egal, was ihr macht, aber boot nicht bei ihm. Lass ausreden, Alter. Danke. Und Ladies and Gentlemen, auf der linken Seite eine Ikone des deutschen Battle Raps. Bei Feuer über Deutschland hat er große Leistung gemacht. Und er hat schon so viel bewiesen. Ich bin mir sicher, das wird gigantisch. Macht mal richtig leer für Iron Basic. Schönen guten Abend, Berlin. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß heute und so. Wird eklig. Beide MCs haben sich darauf geeinigt, die Zeit ein bisschen länger spielen zu lassen. Wir stoppen nicht genau bei 3 Minuten, so 3:30, 4 Minuten maximal. Danach wird gestoppt. Und ey, es gilt für alle. Wir sind die realste Cypher Deutschlands. Hip-Hop, Alter, das ist das Wichtigste für uns. Das bedeutet, wir buhen nicht, egal wer rappt. Kriegen wir das hin, Alter? Dann würde ich sagen, let's go! Basic, ich würde sagen, du bist das erste Mal bei Rapper Mittwoch, das erste Mal auf unserer Bühne mit einer Performance. Aus diesem Grund möchte ich dir die Ehre erweisen, die Münze zu entscheiden. Faust oder Ficker? Faust. Wer soll anfangen, Basic? Ich fange an. Rap oder stirb! Jetzt steht die Fotze vor mir und droppt bestimmt einen ganzen Part gegen meine Katze. Und denkt sich dabei, es wäre für ihn schon glücklich gelaufen. Mann, wäre mir eine Katze so hässlich wie du, würde ich ihr den Arsch rasieren und befehlen, rückwärts zu laufen. Jetzt geht's rund, du Klon. Hätte dein Vater mich adoptiert, wäre ich ein Hundesohn!
Jetzt heißt es, schlag den Bauer und lass ihn lyrisch mehr einstecken als die jüdische Klagemauer. Denn du und deine Lines, Philipp, du und deine Lines, Fipsi, du und deine Lines, Mäuschen, sind so stark von den Doppel-X-Chromosomen befallen, bis auf die paar Mädels versteht dich hier keine Sau. Er trägt bestimmt Designer-Unterwäsche, Designer-Frau. Und jetzt fragt er sich, ist Basic so cool oder ist es der Winter? Mann, das einzige Feedback, das du von mir darauf bekommst, bleibt ein Tritt in deinen Hintern. Denn du und mich hier von der Bühne fegen. Philipp, träum mal weiter. Was, du willst auch mal an die Spitze? Komm, ich mach Räuberleiter. Und in Sachen Vergleiche ziehen wirst du mich nie einholen, denn ich feuer Punchlines aus dem FF, so wie ein Dieter Bohlen. Ich will einen Titel nicht bestreiten, doch bis heute blieb ich dir als Best of verschont. Und nein, du wirst niemals fett, auch nicht mit Testosteron, Mäuschen! Auch wenn Ben Salomo sagt, du wärst der kontroverseste MC bei Rapper Mittwoch, ich find deine stupiden Lines gar nicht so hart. Letztens schrieb mich seine Bitch auf Facebook an. Betreff Cabrio-Fahrt, ich winkte der Spritz so dankend ab. Denn den Verkehr mit ihr zu wagen, spricht für man Stoß auf mehr Pilze als das Mario Kart. Und guck, ich entertaine diese Crowd, doch ich scherze hier nicht. Wen willst du ficken, jetzt mal ehrlich, du Bitch? Denn nach diesem Battle heißt es für dich Schluss mit Business durchs Rappen, Dicker. Denn ich trage mehr Punchlines im Schädel als ein Kokser mit einem schlechten Dicker. Um mich zu fronten, wird so ein Hemd sich eh nicht wagen, bevor du mich fickst, entgleisen Schwebebahnen. Das ist kein Joken, Johnny. Das ist der Moment, wo man überlegt, ob man nicht noch was vergessen hat. Wie kannst du Gia als Hurensohn bezeichnen, wenn du doch mit ihm bei ihm zu Hause von seiner Mutters Händen vom selben Teller gegessen hast? So sieht eine Fresse aus, die euch sagt, dass sie allein gesessen hat. Und du hast Esser als Idol? Ich will nicht behaupten, dass ich cooler bin. Doch lass mich auch nicht enthaupten von einem Biter, der wie Savas kleiner Bruder klingt. Und um dich zu boxen, brauche ich meine Punches nicht mehr hart auslegen. Ich komme mit Insidern wie selbst Tighty ist genervt, deine Parts aufzunehmen. Also spiel dich nicht so auf, denn draußen auf der Straße heißt es, du chillst mit einem Gaylord und zitterst vor einem Sänger namens J-Love. Du Fotze! Erste schöne Runde von Basic, macht mal Lärm, Berlin! Hey, und jetzt bitte genauso zuhören. Kein Gequatsche dazwischen, es sei denn, ihr feiert. Let's go. Endlich ist er da. Basic hatte Ausreden über Ausreden. Aber mit welcher Würde kannst du heute hier noch auftreten? Auf Facebook zieht der Rapper Mittwoch in den Dreck. In seinen Augen ist jeder, der hier mitmacht, wack. Paradox, herzlich willkommen, Basic, du bist am Set. Diesmal hatet der Rapper Mittwoch, früher war es der King of Rap. Denn alles, was besser ist als er, wird zu seinem Ziel Objekt. Wie auch schon seit 3 Jahren, Pi zu dem Sack. Ich hab über 70 Battles gerappt, in jeder Season King-Titel eingesteckt. Ich bekam Props, Fans, ich bekam meinen verdammten Respekt. Und wie so oft war dein schwaches Ego deshalb wieder verletzt. Aber bitte, Basic, warum? Ich hab mir alles hart erarbeitet, aber du mit deinen verkümmerten 40 Jahren rührtest dich nicht vom Fleck. Du schmiedest lieber perfide Pläne, hältst dich im Hinterhalt versteckt. Wie eine Hyäne wartest du mit dem Kameramann hinterm Eck. Du willst mir auf der Straße auflauern, denkst dein Plan wäre perfekt. Alles was ich sage ist echt, glaubst du wirklich vor deiner eigenen Cam wärst du gegen mich nicht verreckt? Aber ich hab das Angebot abgelehnt, denn ich wollte lieber ein offizielles Battle, damit du wie ein echter Mann auf die Bühne steppst. Denn hätte ich dich damals auf der Straße zerfetzt, hättest du das Video niemals im Leben auf YouTube gesetzt. Auf Facebook schrieb er mir, er zerstört Arzen, Kalle, mich und Gier. Sogar gleichzeitig in einem Handy-Cap-Match. Kein Problem.
Sorry, du alter Mann, du überschätzt dich jetzt selbst. Also bitte verpiss dich jetzt, wo du es niemals geschätzt, nicht mal von der einigen Crew wie Boba Fett oder Big Daryl Mac. Du hast eine gebrochene Seele, denn im Endeffekt hast du deine zwei großen Chancen bei Feuer über Deutschland vercheckt, denn du hast nichts, ich betone nichts, gerissen gegen Greg. Aus sicherer Quelle haben zwei Rapper gegen Greg bei verloren, denn Liquid Walker schrieb dir deinen Text. Also schreib mal allein deine Lines und beweis mal ein bisschen Rückgrat, anstatt dass du deine Wörter bei Liquid Walker zusammenkaufst wie beim Glücksrad. Also wundere dich nicht, wenn die Leute bei dir nicht mehr klatschen. Ich sollte dich nicht beachten, du Miststück, denn sogar deine Niederlagen sind nicht auf deinem eigenen Mist gewachsen. Props an Liquid. Denn deine gesamte Existenz ist fake wie dein Gangster-Chat. Wenn er meint, dass er der Beste ist, frage ich mich, warum macht er die Basic Bitch eigentlich nicht bei der Battlemania mit? In der ersten Season meinte er zu Ben Salomo, unter 400 Euro bettle ich nicht. Das zeigt uns gleich, dass du widerlicher Lappen lächerlich bist. Denn wer zum Teufel bist du schon, du kranker alter Mann, dass du 400 Euro für ein Battle verlangst? Du bist kein Battlestar, hattest nie ein R&A. Und nachdem dich Greg Pipe Bay vorher über Deutschland regelrecht zerberstet hat, wusste man in Deutschland nur, dass Dimitris, der kleine griechische Loser aus Kreuzberg, der arschgebumste Rapper namens Basic war. Also du bettelst nicht unter 400 Euro, du Pseudo-Sima-Bilanz. Zu Beginn von Rapper-Mittwoch gab es nur ein Shirt. Für Basic zu niedrig. Ben vergab 50 Euro Preisgeld. Für Basic zu niedrig. Ben erhöhte auf 100 Euro. Für Basic zu niedrig. AgroTV supported Rapper-Mittwoch, neue Talente etablieren sich. Johnny setzte das Preisgeld auf 200 Euro. Aber für Basic zu niedrig. Schließlich entschied sich Johnny für ein Preisgeld von 400 Euro plus 200 Euro extra. Es war endlich da, dein ersehntes Preisgeld. Aber Basic, wo warst du schon? Komisch, dass du dich heute nur für die Hälfte ans Mic stellst. Warum? Ist es nicht mehr niedrig? Für dich wird's kritisch, dich rauszureden wird schwierig. Irgendwie bist du niedlich. Denn heute betteln wir statt für 4 Scheine nur für 2, was uns zeigt, dass der eigentliche Grund nicht das Kies ist. Er will nur ins A Cappella der Penner, denn Basic hatte krasse Angst vor der Battlemania, weil er unsicher auf dem Beat ist. Was uns allen in erster Linie zeigt, dass du kein echter MC bist. Also komm mir nicht mit ausreden, das Preisgeld wäre niedrig, Mann. In meinen Augen bist du kein MC, verdammt. Mann, du müsstest sogar für 1 Euro betteln, denn dafür ist deine arme Heimat bekannt namens Griechenland. Oh, hör zu. Nach dem Battle wird dich jeder unten sehen. Konzentration. Nach dem Battle wird dich jeder unten sehen. Vielleicht ist das Griechenthema für dich unbequem. Für dein Land war es das deutsche Rettungspaket, für dich selbst war es das Fitnessstudio, denn um eure Defizite auszugleichen, müsst die Griechen für immer pumpen gehen. Letzte. Dein gestörter Geist ist in deinen Strophen hörbar. Denk nicht, du kaschierst deine Debilität mit deinem aufgeputschten Körper. Du hast einen Security-Job als ein abgefuckter Pförtner. Du siehst aus wie die sicke Mischung zwischen Gollum und den Notre-Dame'er Glöckner. Bisek ist in diesem Battle wieder der absolute Mörder. Also reserviert nach dem Battle schon mal 2 Särge für ihn und Kenneth Glöckler. Letzte Lines. Und Junge, bist du heute mein Vater oder mein Totenbruder, dann bist du weniger wert als dein Stundenlohn. Aber wenn du es machen solltest, dann ist es der beste Beweis, du wärst ein ehrenloser Hurensohn. Schöne erste Runde von diesen beiden MCs. Macht mal Lärm, Berlin! Basic, dein zweiter Part. Sag mal, alle ruhig! Let's go! Du bist der Meinung, ich ließe mich ghostwriten von dieser ekligen Ostmade? Mann, pass nur auf, dass ich dich nicht durch den Block jage, dir meinen Penis auf den Kopf schlage, bis bei dir nichts mehr float, bis auf paar Tränen und ner Rotznase. Ich weiß, du kotzt gerade, weil ich dich komplett freestyle-technisch auskonter. Doch hier stehen noch Lines an der Front, mit dem Ziel, dich zu foltern. Und jetzt hast du mit dem da was gemeinsam. Du kannst jetzt auch behaupten, du hättest einen Großen gedisst, ohne ihn wirklich gedisst zu haben. Und in die Hosen gepisst, ohne wirklich gepisst zu haben. Man nennt mich Hassler, du Pole. Stehst im Battle, doch zitterst vor einer Wasserpistole. Oh, Dicker, was los? Wasserscheu. Das war nicht mal eine Schafe, was für ein krasser Toy. Doch Witz beiseite.
so eine labile Seifenblase, schick ich eigentlich mit einer Schelle kotzen und anschließend in die stabile Seitenlage. Doch seht euch ihn an, Mann. Ich weiß nicht, er hat von Battle so viel Plan wie Polen zu 1939. Plus dem Pech, dass ich heute hier bin, um seine geschriebenen Parts mit meinen zu zerbomben. Mann, dein Schwanz ist wie ein Blitzgedanke für deine Freundin. Immer wenn sie ihn sieht, denkt sie sich, darauf bin ich ja noch gar nicht gekommen. Mann, ich bin es, Iron Basic, der Mann, der auf den Hanteln ratzt. Takt für Takt, die Basis, Rap-Ventilpumpe ist der Mantelplatz. Abgefuckt! Und du fragst dich, weshalb ich dich sowas von hasse. Mann, du beleidigst Mütter, Väter, Schwester, Freundin, obwohl deine Arme immer noch durch ein Donutloch passen. Von wegen, ratatatat, mein Sohn, papalapap, wenn du einen Dicken schieben willst, Philipp, fass mal am Sack. Du merkst, du machst mich sauer, ne? Und deshalb fronte ich aus Wut, die einzigen Soldaten, die du kennst, stehen auf dein Kontoauszug. Sprich, du und mich ficken, Dicker. Ha, ha, ha. Ja, na klar. Hier, dein härtester Freund heißt Gaylord. A.K.A. Gia. Und nach mir würde er gern noch Liquid und Fahrt betteln. Doch die Großen wagen sich nicht her. Ich weiß, dein polnischer Vater lebt im Himmel. Deshalb sieht man den großen Wagen jetzt nicht mehr. Und im Gegensatz zu deinen Lines sind meine mit einem Scherz verpackt. Sein Bruder wollte ihn becken und bekam beim Double Time Herzinfarkt. Und guck, das ist so einfach mit so einem harten Scheiß, dein dünn Pfiff zu toppen. Denn spätestens nach Lars seiner Performance solltest du wissen, dass es beim Spitten darauf ankommt, seine Parts flüssig zu droppen, du Fotze! Time. Schöne zweite Runde von Basic. Macht mal Lärm, Berlin. Los geht's. Basic, du hast eine Schwester. Sei ehrlich, Bitch. Was würdest du machen, wenn deine Schwester stirbt? Aber egal, diss mein toten Vater, diss mein toten Bruder. Mir egal, ehrlich, battle mich. Lächerlich. Aber ich töte deine Schwester, damit im Jenseits mein Bruder deine Schwester fickt. Und ja, das ist Battle Rap, das war ein verdammter Scheiß-Konter, du Opfer! Ja, so ist es leider. Und mein Vater kommt dazu und dann wird es ein verdammter Dreier, Alter. Aber egal! Was ist bloß los in deiner Birne? Du bist Grieche, aber im Endeffekt wärst du gerne Türke. Denn anstatt nämlich Gyros, du Pommes, sagst du lieber nämlich Döner, du Pommes, und verrätst somit deine Identität und deine Würde. Also erzähl mir nicht, was für ein großer Philosoph du bist nicht Aristoteles von Akropolis, du bist weder Gyros noch Döner, du bist so fake, nenn dich doch einfach Tofu, du Bitch! Du möchtest mal gern Herkules, du bist nach dem Battle gar nichts mehr wert, ich bin Pole, aber ich fick dich griechisch, du bekommst den Arsch voll wie das trojanische Pferd! Ich scheiß auf dein Olympisch, zerfick die gesamten Schlampen und die schwulen Boys und Zeus herum. Was für eine griechische Mythologie, du Scheiß-Gi. Die einzige, die heute noch was zu melden hat, ist eure Siegesgöttin Nike. Aber auch sie kümmert mich nicht, denn sogar sie liegt mir heute zu Füßen, die Bitch. Aber sag, was du willst über meine Vergangenheit. Komm, scheiß auf dein Part, komm, schlag zu, Kamerad. Aber mir egal, denn ich kann ohne Probleme kassieren wie der deutsche Vaterstaat. Pisek ist back, ich bin immer noch Rap im Herzen, ich musste mich stärken, denn ich hab mir gesagt, Pisek, du Opfer, wenn du denkst, dass du etwas bist, hast du aufgehört, etwas zu werden. Also hab ich mich wieder an meinen Schreibtisch gesetzt, ich hab die Lines mit Hitler gestrichen, bloß ich höre es auf, kindisch irgendwelche Mütter zu ficken. Du schaffst es nicht, in 3 Jahren dich vorzubereiten, ein Paar zu schreiben, um mich zu vernichten. Ich schaffe es in kurzer Zeit, mein Style zu switchen, um besser zu werden, um dich hier zu richten. Also Malaka, geh mal lieber in Deckung, denn das ist nicht das Urteil, das ist wie die verdammte Vollstreckung.
Du in Karriere, du alter Knacker, komm mal runter. Du warst früher zwar dabei, aber nie ein echter Teil vom Royal Bunker. Du hast dort gechillt und gehofft auf deine große Möglichkeit. Doch Marco Steiger ließ dich da nur chillen aufgrund seiner gut gemeinten Höflichkeit. Trotzdem hast du gehofft, dass du bei Marco Steiger unterschreibst. Du hast bei ihm rumgeschleimt, wie eine Tunte rumgeweint, doch du bliebst für immer ungesigned. Also, was haben Natascha Kampusch und Basic gemeinsam? Ja, die zwei Bitches wurden gnadenlos gefickt in der Bunkerzeit. Erst war's die Bunkerzeit, dann vorher über Deutschland, heute ist es RAM. Aber für dich wird's kein guter Tag, wenn du heute verlierst, was ist dann morgen dran? Deutschland sucht den Superstar, aber erspar dir eine weitere Blamage. Stell dir einfach vor, Johnny wäre Dieter Bohlen, Mike Kinski Bustanell und DJ Pete Sylvie van der Vaart. Warum? Weil er dicke Titten hat. Ich hoffe, Basic, du checkst es jetzt. Du bist weggeschickt wie eine SMS. Du bist in dein Leben nie weit gekommen. Du bist und bleibst Deutschraps Menderes. Also leg das Mike hin, du kannst nach Hause gehen. Nicht nur in der U-Bahn sagen sie, dass du alt bist. Sogar in der U-Bahn merken sie, dass du alt bist. Deshalb machen sie auch Platz für dich. Deshalb ist es kein Wunder, warum sie dich nicht mehr in Kreuzberg schlagen. Weil türkische Banger immer noch Respekt vor alten Leuten haben. Und gib zu, vor einer Ewigkeit warst du Zimmermann, du Heuchler, sehr ehrlich. Du bist so alt, du hast sogar von Jesus das Kreuz angefertigt. Denn du glaubst nicht an Gott, trotzdem bist du gläubig, irgendwie mysteriös, du bist religiös. Aber nach dieser Line übelst entsetzt, denn ich weiß von einer bestimmten Person, es hängt ein Savage-Poster über deinem Bett. Jeden Abend vom Schlafen gehen, du alter Opa, kniest du dich hin wie ein Priester an Ostern vor das Savage-Poster und spittest das Vater unser. Aber du kannst nichts bitten, deshalb wirst du niemals von Savasche hört, du verdammter Loser! Also tu nicht auf hart härter als du, Tabaluga. Du wirst heute nach allen Regeln der Kunst gefickt, Kamasutra. Denn du Görlitzer Parkstricher warst, Dicker, du wirst in diesem Battle härter gefickt als Hata vom Haftrichter. Denn er zieht über die Rapper Mittwoch King sehr beleidigt, Ben Salomon sind hier Styles Feind. Denn der Verlierer, der meint perfide gemein, die Liga allein wäre ein debiler Verein. Aber wie kann man so widerlich sein, ich kann dir das niemals verzeihen. Denn als Tierstar dich am Hallischen Tor vor die Wahrheit stellt, bist du wieder ganz klein. Weil du alles, was du auf Facebook über Rapper Mittwoch geschrieben hast, aus Angst vor Tierstar verneinst. Tierstar wollte dir auf die Fresse und Tierstar war von dir echt enttäuscht. Denn du beleidigst im Internet nicht nur seinen Titel, viel schlimmer. Du beleidigst Ben Salomon, seinen besten Freund. Denn du benennst Ben offiziell bei Facebook als ein jüdisches Kapitalistenschwein. Aber Johnny drückt dein Auge zu und lässt heute den jüdischen, griechischen, geldgierigen Kapitalisten rein. Kein Wort ist gelogen, ich erzähl gar keinen Scheiß. Ich bin einer, der seine Punchline schreibt, meine Wahrheit bleibt. Meine Parts sind reine Maßarbeit. Ben Salomon ist wie Angela Merkel, was ich nicht einfach so aus Spaß vergleiche. Ben gibt dir, du Grieche, deine Existenz, eine Starthilfe. Trotzdem lässt das du hinter seinem Rücken zu jeder Tageszeit. Angela Merkel gab dem gesamten Land Starthilfe. Trotzdem nannten deine Landsmänner sie landesweit das Satans-Vibe. Aber wie man sieht, egal ob Musik oder Politik, ihr Griechen seid alle gleich. Weil ihr für die Chance, die ihr bekommt, am Ende trotzdem niemals dafür dankbar seid. Also, solltest du nie wieder über die Deutschen schlecht reden. Was, Pommes? Du solltest nie wieder schlecht über die Deutschen reden. Denn ohne Deutschland wäre deine Heimat ein Häufchen Elend. Ja, die Fakten sind bitterkalt wie nach einem Schneehagel. Aber ihr Griechen seid immer auf deutsche Hilfe angewiesen, denn ihr wurdet auch nur Europameister dank Otto Rehhagel. Letzte Line. Und noch eine Info an Bushido, den Ghetto-Chef. Wenn er meint, dass K1 der erste tote Rapper wird, hat er einen Rapper vergessen. Echo Fresh. Letzte Line. Schöne zweite Runde von P-Zack und Basic. Macht mal Lärm für beide MCs. Let's go. Diese Pussy fragt sich bestimmt, weshalb ich ihn anschreie. Mann, selbst unter den Flaschen wärst du nur eine Pfandfreie. Guck dich zu betteln, kostet mich kein Atemzug. Ich rotze dich sicher von deinem Thron, denn Rapper deiner Sorte klatsch ich aus ihrer Kinderkonfektion. Du und der beste Punchliner, Alter, dass ich nicht lache. Doch er ist und bleibt halt ein Pole, denn liest er eine Line auf Google, denkt er sich, cool, gegen Atzenkalle, ab, zack in die Tasche. Ja, so kennt dich jeder. Und du erntest durch deinen geklauten Dreck von dieser Crowd direkt noch Sympathie. Denn mittlerweile nimmt man den Polen das bald nicht mehr übel. Schließlich leidet das gesamte Volk unter einer Kleptomanie. Also mach nicht auf G, denn bevor du mich von dieser Bühne fegst, bekommt Spider-Man eine Arachnophobie. Dicker, du langweilst mich. Mein letzter Gegner war schon eine krasse Pfeife. Sorry, Greg.
Doch du bist die Pfeife unter den Pfeifen, quasi eine Blockflöte. Mann, ich nehme meinen Schwanz in die Hand und hab den Dicken im Griff, als würde ich Drop würgen. Du bist nur ein Pisser, der rappt, der so ein bisschen aussieht wie die Sister von Schreck. Und dieses Battle endet höchstens mit einem Unentschieden am Ende, wenn ich 50% gebe und einen Lungenflügel spende. Doch du checkst diese Lines nicht, weil ich in einer anderen Liga spucke. Würde ich deine Schwester heiraten, hätte ich eine Schwiegernutte. Und parallel dazu klär ich mir deine Bitch, ficke sie tot, die Schlampe. Und du ehrenlose Fotze siehst dabei zu und hältst die Beine still wie Juppies vor einer roten Ampel. Ach, was erzähl ich da? Ich werd Nekrophil und ficke seine tote Tante. Yeah. Rewind. Vor dem Battle sah man Pisek noch gehockt vor einem Klo. Griff zum Text, ging seine Zeilen durch, dachte sich, drop ich sie so oder drop ich sie so. Jetzt mal ernsthaft, Dicker. Dachtest du wirklich, du kommst hierher und toppst mich, du Klon? Ich werf einen Robert Anjelkovic auf dich und drop dich vom Thron. Time. Schöne dritte Runde von Basic. Macht mal Lärm, Berlin. Los geht's! Greg hatte recht, dein Mundgeruch ist wie Hundekot, du widerliches Etwas. Ernsthaft, ich hab vor dem Mundgulli mehr Angst als K1 vor Bushidos Hetzjagd. Und jetzt skalpiere ich deinen Namen chirurgisch wie ein Chefarzt. Du heißt Iron Masculine Basic. Iron bedeutet Eisen. Googelt es nach. Dort steht es exakt. Eisen schmilzt bei 1538 Grad. Kein Ding. Denn wenn ich wie ein Pyromane feuerst, bitte überbiete ich diese Hitze locker mit meinem Part. Denn ich bin wie Human Torch von Fantastic Four. Ich mach die Feuer unter Marsch. Noch mehr Feuer als Feuer über Deutschland. Das ist dein dritter und letzter Niedergang. Scheiß auf Feuer über Deutschland. Das ist Rap am Mittwoch. Die Hölle über Griechenland. Und jetzt so. Und jetzt zu Maskulin. Maskulin, hör auf, den Mann zu spielen. Du löst dich langsam auf wie eine Aspirin, denn dein Name wird schneller rausgeworfen als aus dem Kreuzberger Hasser Tilo Sarrazin. Du warst nie im Team von West-Berlin oder Süd-Berlin. Mit welchem Recht nennst du dich auf einmal Maskulin? Ich brauch keine drei Namen wie du, um männlich zu wirken. Das wird ein dreifacher Mord, denn ein Mann ist ein Mann. Pisek, ein Mann, ein Wort. Und jetzt zu deinem letzten Namen. Scheiß auf Basic, ich werde psychedelic, denn jetzt gehe ich auf kleinere los. André Breivik. Du bist ohne Plan, ich schau dich von oben an, als wärst du mein Sohnemann. Dein Name ist weniger wert als Dosenpfand. Ich stranguliere dich in Todeskampf mit einem Rosenkranz, denn du gehst Deutschrap auf den Sack wie ein Hodenkrampf. Danach mach ich mit KZ auf dem Grab den Sertaki-Totentanz. Denn dein Name Basic ist Standard. Standard wie im Waisenhaus ein Bastard. Wie kann man sich Basic nennen, wenn man nicht mal die Basics besitzt, selber seine Texte zu schreiben? Hier werden deine Texte geschrieben wie im Showmaster. Deshalb kill ich dich und dein Ghostwriter, denn Pisek ist der Ghostbuster. Aber eine Sache stimmt an deinem Arm, du kleiner Winzling. Für ein bisschen Fame machst du deine Beine breit. Yeah, Basic Instinct. Du bekommst gar keinen Applaus, dein Name ist raus. Iron Masculine Basic zerfällt zu Asche und Staub. Wie soll ich dich im Battle jetzt nennen? Wie soll ich dich im Battle jetzt vorgehen? Deine drei Namen sind weg. Ab sofort bist du Deutschraps No Name. Ab heute nennen sie dich No Name, das kleine Opfer. Denn mit deinen 1,60 hättest du gerne die Hardcore-Statue von Terminator, aber du siehst aus wie die Crystal Meth-Vision von Meister Propper. Also verpiss dich mit deiner Drecksvisage. Du verlierst nicht nur deine Battles gegen Greg wegen dem scheiß Crystal Meth, verlierst du auch deine Zähne und deine letzten Haare. Aber für No Name ist das Latte, denn auch seine Freundin hat eine Glatze. Er hat mich auch angefasst. Denn auch seine Freundin hat eine Glatze. Aber für No Name ist das Latte. Retalk, ich erzähl keinen Scheiß. Er stellte sie mir letztens vor im Backstage-Bereich. Sie hat eine Glatze, what the fuck, holy shit. Am Ende wusste ich wirklich nicht mehr, wer von den beiden No Name ist. Sie hat eine Glatze, du hast eine Glatze, so ist das Leben. Chemotherapie, so ist das Leben. C'est la vie. Aber eine Frage, wo habt ihr euch kennengelernt bei der Chemotherapie? Ben, warum lässt du einen Penner in die Champions League? Das sind die Olympischen Spiele, vergiss nicht. Deine Liga hat ein krasses Image. Also schickt No Name zurück in die Battlemania, wo er hingehört. Zu den Paralympics. Denn meine ernste Frage, denkst du, du landest in der Chefetage, erntest mit deinem Rap deine erste Gage? Mann, du verdammte Nervenplage, bist nicht Herr der Lage. Bevor du Gold gehst, ist Griechenland eine perfekte Geldanlage. Du Pseudo-G, das einzige Mal, dass du deine Finger so verbiegst, ist beim Kaffee in Kränze mit deiner Oma und einer Henkeltasse. Henkeltasse. Also, du ein Gangster?
kaum zu fassen. Das einzige Klatschen, was du hörst, ist nicht vom Publikum, sondern von Ali aus Schöneberg. Auf deinen Nacken. Denn No Name bleibt für immer der Unbekannte. Du wärst nicht mal Gangster an der Krumme Lanke. Bevor du deine Fäuste in Kreuzberg schwingst, schwingt dein rechter Türke in der Obernstraße eine Kurdenfahne. Du bekommst Punches auf den Kopf wie von Bud Spencer. Lass mal, geh mal weg, du Gangster. Du hast einen Security-Job. Lass mich raten, Türsteher vom Adventskalender. Denn bei der Arbeit bist du erfolglos wie im Battle. Du bleibst vergeblich auf der Suche nach neuen Jobs wie Apple. Deshalb wirst du für immer ein brokes Opfer bleiben. Die neue Nationalhymne von Griechenland müsste I need a dollar heißen. I need a dollar, dollar, dollar is what I need. No name. I need a dollar, dollar, dollar is what I need. No name. Jeder Idiot weiß es, du bist übertrieben peinlich. Du sagst, dass Rapper Mittwoch der größte Scheiß ist, trotzdem battlest du für 200 Euro und präsentierst live auf der Bühne deine Midlife-Crisis. Aber egal, jeder Idiot, die meint, dass er Hype ist, nicht mit mir schweigt und verneigt dich. Wann kommt die Schweine zu Einsicht? In der Champions League gibt's nur einen, sonst keinen. P zu dem Z, zu dem A, zu dem K. Du wirst jetzt blechen und ziehst die Luft ein wie ein Dyson. Für mich gibt's nur ein Iron Man und ein Iron Mike. Ich mein, muss ich euch wirklich noch was beweisen? Nein! Time. Schöne dritte Runde von diesen beiden MCs. Macht mal Lärm, Berlin! Fatcap ist der Erste, der redet. Hast du dein Mic? Hört genau zu. Also ich fand auf jeden Fall, das ist schon mal eins der Top 3 Battles hier bei SCR war in der Champions League. Auf jeden Fall. Das war auf Augenhöhe. Ich fand beide richtig krass geil. Und für mich fand ich Basics erste Runde echt geil, wie er reingekommen ist. Aber ich fand, Pisek hat ihn geil analysiert und die ganze Zeit. Und da fand ich ihn ein bisschen besser. In der zweiten Runde war für mich Basic besser, weil er hatte so Punchlines wie Solda. Ich fand seine Punchlines geiler und Pisek war für mich zu lang. Da waren zu viele Durststrecken drin, fand ich. Und die dritte Runde, wie gesagt, ich finde es super knapp. Basic war krass, aber ich fand Pisek ein Stück besser. Ich fand die Griechenland-Lines ziemlich geil, aber für mich eins mit der besten Battles hier bisher. Also, Fatcap sagt... Sehr, sehr knapp, extrem auf Augenhöhe, aber nach reiflicher Analyse ein Punkt an Pisek. Mike, was sagst du? Es ist echt schwer. Ich würde am liebsten eigentlich unentschieden geben, aber das gibt es ja hier nicht so. Ich fand, die erste Runde für mich ging am Basic aus dem Grund, weil Basic mehr on point war. Auch aus dem Grund, weil Pisek mindestens anderthalb Minuten, wenn nicht noch mehr gerappt hat, geht die erste Runde für mich am Basic. Die dritte Runde geht für mich an Pisek, weil Pisek mir in der Runde sehr viel Neues gezeigt hat, Gedankenketten. Er hatte viele Füller gehabt drin, ein paar Verhaspler wieder drin gehabt, aber ich fand, die Strophe war so stark, dass ich die auf jeden Fall an Pisek gebe, weil ich ziemlich viel neuen Stuff gehört habe, den ich noch nicht kannte. Und die zweite Runde gebe ich an Basic. Gebe ich an Basic. Pisek war gut. In dieser Runde war es halt für mich, in der zweiten Runde war es auch extrem viele überbrückende Sätze. Waren gute Sachen dabei, definitiv coole Sachen dabei so. Aber in der zweiten hast du für mich nicht unbedingt eins draufgelegt. Das hast du erst in der dritten gemacht. Und Basic war von der Performance und von seinen Lines. Vielleicht auch der Vorteil, weil du nur 2,5 Minuten gerappt hast, warst du so on point gewesen, dass ich quasi mich für Basic entscheide. Das bedeutet, insgesamt ist deine Wertung ein Punkt an Basic. Das heißt, steht 1-1 und die letzte Entscheidung hier trifft eine Berliner Rap-Legende. Ja, das ist gerade die Scheiße. Ich bin zum ersten Mal da und dann muss ich jetzt entscheiden, wer gewonnen hat. Das ist voll kacke. Aber das ist auch eine Ehre. Ja, auf jeden Fall eine Ehre. Ich muss ehrlich sagen, Alter, ich bin zum ersten Mal da und ihr haut mit Wörtern um euch, Alter. Und ich stehe da und denke so, ist euer Ernst, Alter? Ich weiß gar nicht mehr, wo links und rechts ist. Super, Jungs. Dankeschön. Hat mir gut Spaß gemacht. Also fangen wir mal an. Die erste Runde, muss ich ehrlich sagen, dass Pisek auf jeden Fall ein Stück weiter war, wobei ihr sehr gleich wart, aber für meinen Geschmack war Pisek weiter. Zweite Runde alleine, die Soldatenline war überkrass, so, ja. Da hast du gewonnen. Dritte Runde, sehr schwer, weil ich euch beide wirklich, ich bin zum ersten Mal live hier, ich respektiere euch übelst krass, aber ich muss ehrlich sagen, dass Pisek ein Stück weiter vorne war.
Es war. Aber wirklich, Respekt an beide, Alter. An beide, Dicker. Wir haben hier etwas gesehen. Und zwar, dieses Gremium hatte es sehr schwer. Sie haben jeweils in jeder Runde auch Lines an den anderen gegeben. Ich glaube, es war das knappste Battle, das wir je bei Rapper Mittwoch hatten. Und ganz ehrlich, dieses Mal, an diesem Tag, hat dieses Gremium es so entschieden. In diesem BMCL-Battle ist der Sieger Pise! Macht mal richtig Lärm für Basic, Alter! Ein Mike! Ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt. Ich bedanke mich bei allen meinen Freunden, die zu jeder Zeit bei mir waren. Was denn? Naja, also wer gewonnen hat oder nicht, kann immer noch das Internet entscheiden. Genau. Also ich gebe jetzt nicht unbedingt die größte Meinung auf drei Personen, weil ihr seid ja schon 800, hätte ich jetzt die Crowd genommen. Das wäre was anderes so. Also ich bin zufrieden mit dem Battle. Beide haben gute Leistung gebracht. Und ich gehe jetzt mal in Puff. Yeah! Tschüss. Macht mal bitte richtig nochmal Krach für Iron Basic. Ein Mic für Pisek wäre schön. 200 Euro für dich, Pisek. Der Sieg geht an dich, Alter. Willst du irgendwas sagen? Ein Mic. Ey, wie gesagt, ich liebe Rapper Mittwoch, ich hab's vermisst, ich bin wieder nach 3 Monaten hier gewesen, also nochmal danke für den Applaus und alles andere, danke für den Support im Internet, die ganzen Leute, die mich unterstützen, wie meine Freunde, nochmal, ich muss ganz kurz noch eine Person grüßen, Nidia und Xella, Alter, ihr seid die Besten, Alter. So, Ladies and Gentlemen, hebt bitte alle eure Hände hoch. Ihr habt hier wieder Großartiges gesehen. Basic, bitte kommt an meine Seite. Nehmt euch die Mics. Bitte helft mir bei der Hook. Ihr werdet immer schwarz vor Augen dabei. Come on. Yeah, Rapper Mittwoch, kommt alle mit doch. Wenn ihr nichts mit Hip-Hop zu tun habt, müsst ihr gehen. Rapper Mittwoch, kommt alle mit doch. Wenn ihr nichts mit Hip-Hop zu tun habt, müsst ihr gehen. Rapper Mittwoch, kommt alle mit doch. Yo, ich sag Iron, ihr sagt Basic, Iron, Basic. Iron, ich sage P, ihr sagt Zack, P, P, ich sage Rap-Up, ihr sagt Mittwoch, Rap-Up, Rap-Up, ich sage Hip-Hop, ihr sagt Musik, Hip-Hop, Hip-Hop. Ich fand halt, Pisek hat den Vorteil, dass er wirklich einfach alles erzählt hat, was er zu Basic finden konnte, so. Das hat er auch sehr gut gemacht, hat er auch gut verpackt. Hat sich aber zum Ende hin immer so ein bisschen wiederholt. Fand ich dann, also so oft ein Griechenland-Witz muss man jetzt nicht unbedingt bringen, finde ich. Basic war für seine Verhältnisse auch voll geil. Und keine Ahnung, das muss man, Geschmacksfrage, Alter, keine Ahnung. Also hier in der Ecke, wo ich stand, hat auf jeden Fall Basic mehr Resonanz bekommen. Pisek, weil ich fand, dass er straighter war und ein bisschen ja, mehr on point und bessere Punchlines hatte, ganz einfach. Basic. Baby, komm mal hoch mit ins Gute. Weil er ist aus Kreuzberg, das ist erstmal das Wichtigste. Ja. Zweitens, sein Style, seine Auftrittsart erstmal. Diese aggressive Haltung reicht auch schon. Ja. Ladies and Gentlemen, wow, willkommen beim Battlemania Champions League Battle zwischen diesen beiden Giganten des Battle Raps, Pisek, Iron Basic. Aus dem Gremium haben wir hier Mike Fiction und im Publikum als Zuschauer haben wir Damian Davis. Ey, ganz ehrlich, euer Battle. Ich glaube, viele haben nicht erwartet, dass es so gigantisch sein würde. Aber es ist es geworden. Pisek, wie war es für dich, die Vorbereitungszeit? Ich glaube, du hattest hart zu knabbern nach dem Battleboy Basti-Ding. Aber hier hast du auf jeden Fall ein paar Schippen draufgelegt. Wie gesagt, ich habe wirklich daraus gelernt. Ich habe mich sehr kurzfristig vorbereitet. Ich will nicht mal sagen, wie viele Tage ihr würdet mich alle auslachen, Alter. Es war wirklich noch am 12. irgendwas geschrieben. Bei ihm habe ich wirklich gesagt, ich habe ihn nicht unterschätzt. Ich habe ihn sofort als ersten Gegner genommen. Ich habe gesagt, ich muss mich für ihn vorbereiten. Ich habe mich wirklich vorbereitet. 2 Wochen habe ich die Parts genommen, so mir zu Herzen. Und ich habe wirklich ganz nett gelernt und immer meinen Freunden vorgetragen. Der Junge hat mir heute bewiesen, dass er wirklich was auf dem Kasten hat. Er war viel besser als bei Feuer über Deutschland. Props an ihn, Props an das ganze Ding, Alter. Wirklich, das Battle war fulminant und es hatte wirklich Dynamik für mich.
Ey, du hast so krass überrascht, du hast so einen total eigenen Stil, so einen ganz eigenen Charakter. Das hat mir so krass gefallen, ich habe viel gefeiert. Wie war das Battle für dich im Endeffekt? Es war ein sehr schönes Battle, fand ich. Ich denke mal, wenn ich auf einen Pisek getroffen wäre, der auf dem Battleboy Basti getroffen dann hätte ich ihn zersägt auf jeden Fall. Diesmal hat er sich gut vorbereitet. Bis auf ein paar Sachen, die dann nicht gestimmt haben, aber trotzdem sehr lustig waren. Dachte ich mir dann, kriegt er halt seine Konter. Ich dachte mir, dadurch, dass ich auch gar nichts mit Freestyle zu tun habe, muss ich dann auch wirklich in der Zeit, wo er gesplittet hat, das war dann vielleicht dann ein Vorteil, dass er dann etwas länger gesplittet hat, dass ich dann auch einen Konter finde halt auf die Lions jetzt. Ansonsten war es ein sehr schönes Battle. Mike, wie hast du das Battle gesehen? Ja, es ist auf jeden Fall einer dieser unangenehmen Battles gewesen, die sehr gleichwertig waren von den MCs, so wirklich sehr gleichwertig. Und von daher habe ich nicht nur das beurteilt, was funktioniert, sondern vor allem das, was nicht funktioniert. Und deswegen habe ich Basic die ersten beiden Runden gegeben, weil bei ihm einfach alles on point war und alles funktioniert hat. Und bei P-Zack gab es halt sehr viele Abstriche, er hat fast doppelt so lange gerappt, sehr viele Füller gehabt, muss ich sagen. Bei dir gab es Momente, wo ich gewartet habe, okay, höre ich jetzt was Neues, was bei ihm nicht war. Bei ihm war ich bei jeder Line dabei. Und bei P-Zack ein paar Fastplay auch gehabt, so, es waren dann zu viele Sachen, die mich an den P-Zack erinnert haben, vom Battleboy Basti so, weißt du? Und ja, mit dem Fakt, dass du fast doppelt so lange gerappt hast, so, musste ich ihm auf jeden Fall die ersten beiden Runden geben. In der dritten Runde war P-Zack übel stark, die hat er auf jeden Fall geholt, aber generell auch in den beiden Runden davor war das auch eine sehr knappe Angelegenheit. Also ich musste auf jeden Fall mein Gewicht darauf legen, was nicht funktioniert, als das, was funktioniert. Also, wir haben Damien, du hast ja auch das ganze Ding verfolgt, so bist auch in Sachen Battle Rap absolut, hast Knowledge, so wie hast du dieses Battle wahrgenommen? Ich habe jedes scheiß Champions League Battle bis jetzt verfolgt, das ist eine unglaublich geile Sache, finde ich. Also mich zeckt es unfassbar an, ich komme dann immer genau, wenn es Champions League Battle ist. Ich habe P-Zack verfolgt, ich habe Basic verfolgt, vorher über Deutschland und es ist halt ein sehr konträres Battle gewesen. P-Zack ist so ein Typ, der mit rudernden Fäusten auf seinen Gegner einhämmert, jung, unbekümmert. Absoluter Heißsporn, zu viele Gedanken fast für seine Rhymes, unglaublich schnell gerappt. Basic ist gesettelt, ein Typ mit Street Knowledge, ein Hustler, richtig so eine. Digga, ist halt richtig Berliner History so. Von daher ist schwer für mich zu judgen. Ich finde, ich kann sagen, P-Zack hat sich auf jeden Fall, es war das Beste, was ich jetzt von ihm gesehen habe, weil er hat Lines aufgeschrieben gehabt. Er hat ein paar wirkliche Punches gesetzt zwischen diesem ganz schnellen Rap. Das respektiere ich, deshalb fand ich das für mich eine größere Überraschung. Basic hat das abgeliefert, was er abliefert und was ich auch überrespektiere und ich feiere das auch. Mein persönlicher Geschmack sei dahingestellt. Wie die Crowd reagiert, ist mir auch scheißegal. Ich habe meine Entscheidung gefällt, die Leute können es vor der Kamera tun. Ist halt ein sehr schwieriges Battle gewesen, so finde ich, aber es ist even. Für mich ist ein absolutes Even. Es ist das erste Battle, was wirklich komplett Augenhöhe ist. Kein Vergleich zu diesen anderen Battles. Vielleicht auch das Tierstar und Crackpipe Battle ähnlich, aber die haben noch ein bisschen größeren Namen als die anderen beiden. Von daher super interessantes Battle. Schwer eine Meinung abzugeben, so auf jeden Fall. Zieht euch alle Champions League Battles rein. Unglaubliches Entertainment. Rapper Mittwoch for Life. History, Alter. Ey, ganz ehrlich, dem möchte ich mich auch am liebsten anschließen. Ich will hier keine Wertung abgeben. Ich finde, auch ihr könnt zu Hause dann den Rest entscheiden und euch das reinziehen. Ich muss sagen, dieses Battle, glaube ich, wird sehr viele Views kriegen, einfach weil es so krass auch kontrovers und interessant war. Auf jeden Fall, das war das letzte BMCL-Battle hier im Jahr 2013 und ich muss sagen, es war gigantisch. Deshalb freut euch auf das nächste BMCL-Battle im Jahr 2014. Wir sehen uns wieder am 15. Januar zwischen Fresh Polacke und Le Nerd und bis dahin einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dass du ein True Schooler bist. Rapper Mittwoch Merchandise bei merchstore.net.